Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Train Station Renovation hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind, ich würde sagen, am Titel wird man erkennen, dass das heute die letzte Folge ist. Ich will heute ein kleines Fazit ziehen, wie ich das Spiel finde. Generell muss ich ja sagen, habe ich jetzt, ich glaube, 26 Folgen damit zugebracht. Bin mir nicht ganz sicher, könnten auch ein paar weniger sein oder eine weniger oder eine mehr. Beim Nummerieren komme ich ja eh immer durcheinander, das ist ja auch schon leider gut, das viel zu oft passiert. Und was sind das hier für eine Stange? Das sieht ja auch aus. Warum macht man hier so einen ollen Holzgerüst hin oder ist das Beton? Das Eisen? Und mal dran lecken, wenn Frost ist. So, nee, also wie gesagt, ein kleines Fazit ziehen und mal ganz kurz dann sagen, ja, was ich von dem Spiel halte oder sonst irgendwas. Ich persönlich muss sagen, finde es ab dem zweiten Bahnhof, also ich sag mal, es gibt immer noch lustige kleine Geschichten dabei, man sieht immer was, aber ja, es ist doch sehr oft immer das Gleiche und wie man hier sieht, also man schleppt dann Säcke durch die Gegend, macht dies, macht das. Es ist natürlich, ja, von den Gebäuden her sieht es anders aus und man hat da was, aber sonst, also es hat ein hohes Potenzial dazu, dass es langweilig wird. Wiederspielbarkeit sehe ich da gar keine, weil wenn man das einmal gemacht hat, dann hat man es einmal gemacht und dann ist gut, ne? Ich fand noch ganz cool, dass man dann mal vielleicht eine Lok oder sowas dabei hatte, die man dann irgendwo mal hinverfrachten musste. Ja. Also generell würde ich sagen, momentan ist glaube ich Steam Sale, wenn es drin ist im Angebot, wer Lust auf sowas hat, mal eben so ein bisschen, ja, so Bahnhöfe zu renovieren, also ich muss sagen, House Flipper hat mir da mehr geboten, ne? Also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wenn es um Renovierungsspiele geht, dann hat mir House Flipper deutlich mehr geboten. So. Das ist auf jeden Fall auch Fakt, also da habe ich auf jeden Fall wesentlich mehr Lust gehabt, das länger zu spielen und da hat man zwar auch dann nachher irgendwann immer wieder das Gleiche gemacht, aber es war irgendwie dann doch nicht das Gleiche. So, warte mal, das muss ich in der Nähe vom Aufgang machen. Da muss ich das andere Ding hinstellen. Muss ich hier noch irgendwas kaufen auf dem Bahnsteig hier? Oh ja, hier ist noch irgendwas. Bänke, Stühle, Tische. Irgendwas muss ich hier noch. Ich muss hier 14 Bänke verteilen. Hoppala. Das könnte noch interessant werden, wo ich die alle unterkriegen soll. Na ja, gut, können wir ja hier sozusagen mal so eine Sitzreihe machen. Da ein paar Bänke, da ein paar Bänke, da ein paar Bänke. Da ein paar Bänke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ich muss schon ein paar unter hier. Ja, da 9. Vielleicht legen wir da noch ein paar dazwischen. Okay, gut. Okay, dann kaufen wir erstmal 14 Bänke. Also, ja. Um es jetzt quasi dann auf den Punkt zu bringen. Also, ich werde jetzt das Spiel wahrscheinlich, kann ich ja nicht deinstallieren, weil ich werde es nicht nochmal anmachen. Es wird mir nichts bieten, wo ich jetzt sage so, ja, deswegen möchte ich es nochmal spielen. Und von daher gehe ich ganz fest davon aus, dass ich es einfach auslassen werde und ja. Fahrtstafeln, 2 Stück. Oh, moderne. So. Gut. Pack das aus. Gut. Nee, also so eine Art, wie es gemacht ist. Es ist schon okay, also ne, es gibt wesentlich schlimmere Spiele, es gibt wesentlich schrecklich anmutendere Spiele, da haben wir wirklich alles Mögliche schon gespielt hier, aber wir, ja, halt ist es wirklich so, dass ich dann da, ach hier, guck mal, hier kann ich auch ein paar Bänke noch hinstellen, mal gucken, ob die hier denn noch zählen, weil hier geht ja mit mal dieses, hier zählen sie noch, interessant, denn da nicht, hier nicht, okay, mal gut. Dann müssen die alle auf der Seite hin? Na, wir werden sehen. Okay. Eins. Also hier wird es zählen. Okay, aber wir drehen es mal hier. Ich. So. Und dann von der Seite die andere Banke dagegen hier. Einigermaßen gleichmäßig. So, sehr schön. Ja, na gut. Also, wir setzen noch ein paar Bänke jetzt hier. Machen wir ja ein bisschen vor. Alles klar. Und da hinsetzen. Naja. Ganz in Flucht sind wir, glaube ich, nicht unterwegs.
Müssen wir denn nochmal rausgucken. So, hier kann ich auch noch einen hinstellen gleich. Guck mal, wir haben 74%. Das schafft ihr an dem Bahnhof. Wir bekommen 8000 Dollar. Immer ganz okay. Container hier im Weg. Hier kriegt man einen Kohlewagen. Achso, nicht zweimal R drücken zum Drehen. Naja, gut. So, gut, dann da dran. Zack. Da dran. Zip. Ah, hätte man andersrum drehen sollen. Können, wäre schneller gegangen, ja. Gebe ich auch nur ehrlich zu. So, jetzt muss ich gucken, ob ich hier die Banke einfach in den Sitz kriege, obwohl der Container da steht. Ja, kriege ich. So. Gut. Ach, guck mal, da waren es doch schon alle Bänke. Sehr gut. So, dann brauchen wir noch zwei Müllcontainer. Ja, dann kann ich die ein bisschen weiter nach hinten stellen noch. Ah, besser so. Besser so. Zwei Müllcontainer. So, dann können wir jetzt mal hier noch einen Müllcontainer aufstellen. Und dann stellen wir hier drüben noch einen auf. Ja, mal zwei Müllcontainer. Gut, dann brauchen wir die beiden Fahrkartenautomaten. Dann würde ich sagen, wir können natürlich hier direkt nach dem Ausgang hin. So, auf der anderen Seite vom Ausgang vom Bahnhof auch noch ein. Direkt hier daneben. Ganz gut aus. Ich hätte da hinten so. Na gut, okay. Gut. Okay, dann brauchen wir drei Uhren. Wo bauen wir die denn an? Schön. Abfahrtstafeln haben wir. Hier haben wir schon eine Abfahrtstafel. Okay. Da haben wir auch Abfahrtstafel. Abfahrtstafel. Noch haben wir. Na gut, okay. Aber in der Nähe von Abfahrtstafeln kann man natürlich auch mal Uhren hier platzieren. Theoretisch sollte ja auf dieser Abfahrtstafel sowieso eine Uhr drauf sein, aber mein Gott. Hoppala, das war aber jetzt eben merkwürdig. So, hier fehlen Abfahrtstafeln. Okay, da können wir hier mal eine Uhr noch hin. So, eine Uhr. Dann haben wir auf der anderen Seite noch eine Uhr hin. Was ist denn dieses Zeichen hier, dieses... Ach, hier zählt sie nicht mehr. Da ja, hier nicht. Aha. Wasser. Wasser fies. Hier aus? Ah, hier, guck mal, hier zieht es auch noch. Und dann kommst du da hin. So. Und dann brauchen wir noch zwei Abfahrtstafeln. So, da würde ich sagen, wir haben hier eine ran. Blick. Und dann brauchen wir da oben noch eine dran. So. Bestens informiert die Leute über Abfahrtstafeln und ähnliches. So, jetzt ist die große Frage: Haben wir noch schwarze Müllsäcke? Ich weiß, dass wir unten noch jede Menge Müll haben in den Aufgängen, aber da muss ich neben so einem Aufgang mal, da muss ich da drüben hinbauen. Muss ich da das alles rübertragen? Ist auch kein Problem. Mal gucken, ob ich rüber geschmissen kriege. Ah, natürlich nicht. Na, das wäre auch zu einfach gewesen. Wo ging denn das? Vor dem einen Bahnhof konnte ich das doch. Verdammte Axt. So. Hier liegen auch noch zwei Säcke. Das ist aber auch knapp, ne? Es ist aber auch wirklich knapp. Ah, guck, es geht. Man muss es ja nur wollen. So. Man muss es ja nur wollen. Dann nehmen wir den hier. Warte mal, den kann ich gleich mitnehmen hier nach vorne, denn. Muss ich sowieso dahin holen. Container kaufen. Sortiert. Was? Auch interessant, dass die Öffnung in diese Richtung steht. Nun zieh dich hoch hier. Ah, jetzt muss ich noch warten, bis der nächste Zug kommt. So. Ach, hier ist eine Treppe. Sehr gut. Dann können wir ja die nutzen. So. Ja, das sind dann noch die Kleinigkeiten, wo man so sagt, so spieledesigntechnisch hätte man hier wirklich, also wenn der Container jetzt wirklich falsch rumsteht, ne? Also das ist ja Blödsinn. Das ist ja totaler, ja horrender Blödsinn, ne? Na gut, man hat hier genug Platz, aber für die Genauigkeit der Steuerung ist dieser Platz doch relativ gering. Aber so sind, das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Die dann so auffallen. Gut, jetzt
Man muss dich in den höchsten Maßstab anbringen. Es ist halt eben, es ist spielbar und es ist gut spielbar. Und wer Lust auf solche Spiele hat, der hat doch bestimmt Spaß daran und auch eine ganze Weile Spaß daran. Man könnte sicherlich noch mehr mit dieser Mini-Eisenbahn machen, wenn die nicht andauernd entgleisen würde. Vielleicht muss man da halt eben auch das Feeling dafür haben, dass man die Eisenbahn im richtigen Tempo fährt. Und nicht so wie ich, einfach Vollgas und durch. Das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz richtig. Aber, naja, so ist es halt, ne? Ich meine, obwohl, das finde ich wirklich, das ist echt ein schönes Gimmick. Also das mit den Eisenbahnfahren. Hier unten muss ich auch noch ein bisschen was aufbauen. Okay. Ein paar Bänke reinstellen und so. Naja, Gott, dann kommen wir auch hin. So, und wenn nicht, mir ist auch egal. Blau war hier. So. Machen wir noch ein bisschen Müll da oben hin. Ding, ding, ding. Überall anstoßen. Überall machen wir den Lack kaputt hier. Na gut. Oh, und noch ein Fass. Ich weiß auch nicht, was das mit den Fässern immer soll, ne? Die hier überall rumliegen. Ist das in Polen so, dass die da so viele Fässer besitzen? Mal leer das Ding. So. Der Rest sollte ja jetzt dann da reinpassen. Oh, hier haben wir sogar noch einen schwarzen Sack. Ein Ding. Weg damit. So. Oh. Komm mit. Bleib doch hier nicht einfach so liegen. Ich möchte dich doch gerne entsorgen. So. Ja. Der Container, der steht echt super. Da habe ich uns mir den besten Platz ausgesucht, den man sich dafür aussuchen kann. Parkour kann man auch ein bisschen machen hier in dem Spiel. Hier liegt noch ein Heizkörper rum, das ist natürlich auch so witzig, ne? Was sie so alles durch die Gegend schleppen. Ach Mann, jetzt bin ich wieder da runtergefallen. Und dann. Nochmal außen rumlaufen. So. Ab. Ach, hier liegt auch noch ein Heizkörper rum. Mal mit hier. Kleiner Radiator. Ding, 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 ding. Du wirst da gar nicht mehr rein, ne? Juhu, bumpf. Oh, ach. Gucken wir uns mal den Jungen hier. Radiator. So, dann können wir gucken, ob wir das Fass hier davor noch hinkriegen. Wo ist denn da nichts? Hallo? Fässchen. Wir müssen hier hoch. Ich muss hier hoch mit dir. So, wunderbar. So, löschen. Löschen. Verkaufen. Tschüss. So, dann ist der weg hier. Gut, dann müssen wir hier unten den Mittelgang nochmal schnell fertig bauen. So, was haben wir hier Schönes? Bänke, Stühle, Müllcontainer und so Zeugs. Das können wir jetzt alles kaufen hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Müllcontainer 6 Stück. Okay. Fahrkartenautomaten 2. Lebensmittelautomaten 2. Dekorationen 10. Gut, hätten wir. Dann geht's los. Bänke stationieren. Hm. Eins. Hm. Na, was denn löst doch? Zwei. Drei. Vier. Eins. Gar nicht gleich lang. Ja, blöd. So, dann Müllcontainer aufstellen. Ja, gut. Dann machen wir hier Müllcontainer vom Aufgang. Ding. So, hier Müllcontainer vom Aufgang. Hier ein.
Und dort einen. Und dann machen wir hier in der Nähe von den Sitzbänken noch einen hin. So. Dann brauchen wir einen Fressautomaten. Den stellen wir hier einen hin. Stellen wir hier einen hin. Sehr schön. So, oh, das ist so gut beleuchtet hier, oder? Blinkt der oder blinkt der nicht? Der blinkt. Ah, guck an, du. Der blinkt sogar. So, Fahrkartenautomat. Ja. Wir nehmen die Abfahrtstafel. Und dann machen wir da vorne noch einen hin. Damit das nicht ganz so leer ist hier. So. Und Dekoration. Und da können wir uns ja jetzt auslassen. Wie verrückt. Boah, ich hätte jetzt echt erwartet, dass wir schon Prozente haben. Ne? Da müssen wir nochmal gucken, wo wir da was. Da müssen wir irgendwo was Essentielles vergessen haben. An dem ganzen Spielkram hier. Noch eine. So. Gut, das hätten wir nicht unten auch. Wir sind bei 88% erst, also da fehlt hier noch irgendwo was richtig Essentielles. Also 12% ist ja gar nicht mal so wenig. Puh. Muss ich den Container da hinten noch leeren? Habe ich noch irgendwo Müll rumliegen? Habe ich irgendeine Aufgabe nicht erfüllt? Sind irgendwelche Gleise vielleicht doch defekt? Hier ist nix. Das ist auch nix. Da ist auch nix. Da Überführung vielleicht irgendwas? Ich sehe aber auch keine Waggons irgendwo rumstehen, die man reparieren könnte, ne? Hm. Gemacht oder nicht? Das ist ja verdächtig. So, Container kaufen, Container kaufen. Also hier steht der große Container rum, okay. Weg damit. So. Huch. Haus sehe ich erstmal auch nichts. Verkaufen. So. Hat uns jetzt aber auch nicht weitergebracht bei den Prozenten. Na, da müssen wir doch irgendwas. Ach, guck mal hier. Heidi Witz. Da haben wir was übersehen. Das ist ja ein Ding. Okay. Ja, nee, jo. Ja, was ja einiges. So, das heißt also, wir brauchen jetzt hier erstmal das Brecheisen. Machen hier erstmal die Schwellenglanz. So. So, gut. Dann brauchen wir jetzt nochmal die Flex. Den sauber polierte Schienen. Also, ich muss den Stern sicher wenigstens haben. Ich bin 90%. So. Aber jede Schiene bringt nicht mal 1%. Hier mal runter, vielleicht ist am Ende noch ein bisschen was. Am anderen Ende.
Ein bisschen holprig hier, ne? Da muss man vorsichtig sein, mit der Flex so in der Hand nicht so fallen. Das wäre ja auch nicht so cool. Und sagt dann, ja, zurück zum Bahnhof, okay. Okay. Na gut, aber das war auf jeden Fall schon mal noch etwas. Gekauft habe ich überall alles. So, hier haben wir jetzt die Reise gemacht. Jetzt sieht man schon den Ring gar nicht mehr hier. So richtig. So, okay, dann müssen wir jetzt doch nochmal durchs Haus pingen. Ob hier irgendwo irgendwas ist, was ich nicht gesehen habe. Nee. Gut, also der Bahnhof, der scheint hier durch zu sein, ne? Also durchgescannt. Und hier oben. Ja, auch nichts. Komisch. Da muss es noch irgendein Nebengebäude geben. Vielleicht muss ich nochmal oben drüben auf der anderen Seite gucken von dem ganzen Bau. Hier rein, ich versprung. Blöd, Mann. So. Gehen wir nochmal durch die Unterführung nach ganz vorne, wo das Auto steht. Vielleicht ist da noch ein bisschen was. Vielleicht sind da ja noch ein paar Gleise, die noch nicht sauber sind. Die Schiene. Ja gut, hier ist dieser Rettungsring. Ja, mein Gott. Einmal großer Müll. Und zurück zum Bahnhof. Ja gut, dann weiß ich es auch nicht. Na gut, dann müssen wir mit diesem doch echt, ja, sagen wir vielleicht nicht ganz optimalen Gefühl, dass wir diesen Bahnhof nicht fertig gekriegt haben, dann auch noch beenden. Finde ich schade, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wo ich noch, da hinten vielleicht an den Gleisen, da, guck mal, hier ist noch eine Schwelle, okay. Hier haben wir noch eine Schwelle. So, na gut. Hier noch irgendwas an den Gleisen. Gucken wir nochmal durch. Ja, also wie gesagt, mein Fazit ist, wer Spaß an solchen Renovations- oder solchen Spielen hat, wo man dann halt ein Gebäude wieder mal schick macht, sonst irgendwas, aber seine eigene Kreativität nur bedingt, und das muss ich wirklich dazu sagen, nur bedingt freien Lauf lassen kann. Also man kann jetzt hier nicht wie ein Hausflipper quasi komplett bestimmen, wie es wo aussehen soll oder sonst irgendwas dergleichen. Also wenn man da ein Haus sich gekauft hat oder so, na gut, man kauft ja den Bahnhof auch nicht, ne? Man muss sich schon an den Auftraggeber halten ein bisschen, aber wie gesagt, ich hätte da gerne etwas mehr Kreativität noch freien Lauf lassen hätte können, dass man einfach sagt so, ja, nö, ihr könnt hier und da noch ein paar Sachen machen, die sonst nicht so zum... Ach, guck mal, hier ist noch was zu kaufen. Guck. Hier sind wir noch nicht durch. Alles klar. Das könnte einiges erklären. Vor allem, dass hier 18 Bänke sind, die wir setzen müssen. Das ist schon jede Menge. So, 6 Müllcontainer. 2 Fahrkartenautomaten. Und 4 Uhren. So, dann wollen wir die nochmal noch schnell setzen hier. So, da hinten mal an in der Lücke. 1, 2, 3. Hm? Ah. So, an jede Lücke kriegt sein Bänkchen. Wie weit wir da kommen. Auf der anderen Seite nicht ganz so viel Bänkchen mehr hin, ne?
Ja, nö, das gefällt mir nicht so. Dann gib mal die Bank hierher. Stellen wir die mal lieber da wieder hin. So. Ja. Damit hin. Wie kommt denn hier hin? So. Die kommt ganz ans Ende. Jetzt haben wir hier, hier, hier. So, dann haben wir da, das passt. Dann nehmen wir die noch hoch und stellen die hier in die Lücke. Dann haben wir hier 1, 2, 3. Die noch hoch und stellen die in die Lücke. Gerade stehen die Bänke aber alle nicht hier, ne? Willkürlich stehen sie schon noch. Naja. Gut, aber sie stehen. Okay. Dann brauchen wir Fahrkartenautomaten und die machen wir dann hier einfach mal in die Mitte vom Bahnsteig. Da sind sie, direkt hier neben den. Und einer in die Richtung guckend. So. Dann brauchen wir die Mülleimer. 6 Stück an der Zahl. 1. 2. 3. 4. 5. Machen wir ganz hinten noch einen hin. Jetzt. So. Patzt. Und dann müssen wir die Uhr noch setzen. So, 4 Uhren. Die nehmen wir auch mittig hin, glaube ich. Hier ist die. Ah, guck mal, hier ist eine Abfahrttafel. Dann nehmen wir Uhr noch drunter. Zack. Auch auf der anderen Seite. Zack. Dann machen wir das hier hinten noch. Ah. Und. Ah. Gut. Somit haben wir die 100% doch erreicht. Menschenskinders. Hätte ich schon fast gedacht, ich muss es dann das Let's Play auch noch mit einem unfertigen Bahnhof abschließen. Also, wie gesagt. Beenden kann ich ja klicken. Bin ja durch. Tab. Beenden. Ja. So, dann machen wir jetzt die Abmoderation. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Das war halt jetzt die letzte Folge von TrainStation Renovation. Ja, wie gesagt, also wir haben bis auf 2 Bahnhöfen haben wir alle gemacht und ja, so richtig was Neues, Innovatives kam nicht dazu. Das waren wir immer schon so, ach naja, also die Anfangszeit habe ich immer drauf gefreut, es zu machen. Dann gab es so eine Zeit so, ja, mache ich ganz gerne und ich muss schon sagen, durch die letzten 3 Folgen, das war alles schon so, oh, muss ich wirklich noch und so. Und dann dachte ich mir, okay, den Bahnhof, den willst du jetzt fertig machen. Und dann, ja, wie gesagt, ich habe ja am Anfang dieses Bahnhofs schon so ein bisschen den Abgesang auf dieses Let's Play gemacht und ja, jetzt ist es dann halt zu Ende. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gut, dann machen wir nochmal ein schönes Abschlussbild hier. Das sieht ganz gut aus, auch wenn jetzt ein blaues Zeugs da unten rumfummelt. 1 Stunde, 6 Minuten haben wir gebraucht, 5 Sterne haben wir gekriegt, 100% haben wir erreicht. Dieser Bahnhof ist natürlich dann auch wieder für alle Reisenden freigegeben. Dankeschön, dass ihr mit zugeschaut habt. Danke, dass ihr geholfen habt. Bis zum einem anderen Let's Play hoffentlich, was euch gefällt. Und bis dann, tschüss.